Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft. So, ich hatte euch ja gestern versprochen, dass wir jetzt hier nach oben weitergehen in das Gebiet Astchara. Und dann würde ich sagen, machen wir uns da jetzt direkt hin auf. Ja, sonst kommen wir ja heute irgendwie nirgends hin und verheddern uns wieder an irgendwelchen Quests, die wir in Orgrim erfinden oder sonst wo. Und das wäre ja auch nicht so ganz das Wahre. Ja. Jetzt kurz nicht wundern, dass es kurz laut ist. Ich muss kurz mein Mikro verstellen. Ich habe meinen Monitor ein bisschen umgestellt und jetzt stand mein Mikro irgendwie noch zu weit links. Und dann hatte ich immer so einen verdrehten Kopf. Was machen die denn hier? Also irgendwie ist das Tor doch relativ groß geworden. Naja. Kraft und Ehre. Sammelt 15 Scheiben Wildbret von geschwächten Mooshufhirschen. Vorwärts zum und Sieg. Tötet 8 Speer der Talendris Spitze. Ziehet in Ehre. Wir machen das hier auf meine Art oder wir machen es gar nicht. Greift einen der entlaufenen Schredder in der Nähe der Tore von Orgrimmar an. Dann setzt euch hinein, nachdem ihr ihm erheblichen Schaden hinzugefügt habt. Bleib stark. Okay. Ja gut, dann würde ich... Was ist das jetzt wieder? Ach, die Quest müssen wir hier noch ab... Ach nee, das war die Kochquest. So. Jetzt. Dann schauen wir mal. Die sind hier... alle in diesen Gebieten. So. Ja gut. Also die hier müssen wir töten, dann fangen wir doch mal hier mit an, oder? Ich würde sagen, da wir alle so mehr oder weniger die gleichen Gebiete haben. Nicht genug Energie. Halt, bleib stehen. So. Da die alle so im gleichen Gebiet sind, ist es ja eigentlich egal, was wir jetzt in welcher Reihenfolge machen oder ob wir teilweise auch die Aufgaben miteinander vermischen. So. Hier einsetzen wollen. Und was ist jetzt mit dem? Ah, jetzt können wir es reinsetzen. Okay. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt mit dem? Wofür sammeln wir jetzt Holz? Das macht überhaupt keinen Sinn. Bah, weg, Mücke, hau ab. Das ist eine doofe Idee. Das ist irgendwie gerade 14:45 und meine Bildschirme sind so hell, dass jetzt irgendwelche Viecher... Ja toll, wir hätten erst die Quest annehmen müssen. Na, ah, toll, jetzt dürfen wir noch Holz suchen. Ja, es ist irgendwie 14:45 und... dann kommen halt irgendwie die Mücken rein, wenn es dann so hell ist. Sollen wir astcharische Schlösslinge niedermähen und 9 Heckenschützen von der Talendralspitze töten, sobald sie auftauchen. Ja, cool.
Aber welche sollen wir denn da bitte umbringen? Das lädt immer noch auf. Also ich weiß, den sollten wir jetzt nicht umbringen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Weil wir können so nicht mal looten. Ach, Mücke, hau ab. Ha, lauf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt. Dieser Zauber ist noch nicht wirklich. Das Was will der jetzt von uns? Noch nicht bereit. Er will uns wehtun. Ich weiß es genau. Er will uns einfach nur wehtun. So, jetzt nicht mehr. Und wo sind jetzt noch weitere Späher? Warum sind die alle unsichtbar? Oh. Da. Kann ich noch nicht. Das hält immer noch. Ich noch nicht. So, 4 von 8. Dieser Zauber ist noch. Ja, Entschuldigung, dass ich gerade so leise war. Ich war irgendwie total auf den Kampf konzentriert. Frag mich nicht warum. Hat mich gerade auch irgendwie irritiert. So, der will weg. Jetzt brauchen wir nochmal 4 von diesen Speeren. Ich hoffe, da finden wir noch welche und brauchen nicht so lange für die Quest. Da ist einer. Wusste ich doch, dass die gar nicht so weit weg sein können. Ach, der da. Bauen wir einen Baumstamm hin, warum auch nicht? So, 5. Das heißt noch 3. Könnten die denn sein? Hier ist es irgendwie so komisch still. Ich finde, das ist irgendwie auffällig. Aber es ist irgendwie nichts da. Einfach nichts. Alle weg. Und tun so, als wären sie weit weg. Ach, da hat es wieder einen. Oh, und da ist jemand. Die sind echt verdammt unauffällig. Warum wird die so gut getan? So. Dann holen wir jetzt mal noch den da. Ich muss näher ran. Vielleicht kommt bis. Jetzt bleibt doch mal stehen. Ist noch nicht bereit. Hallo. Kann ich noch nicht. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Hallo, bleib stehen. Ach komm, das ist doch nervig. Ja, komm. So, der ist gleich tot. Jetzt fehlt nur noch einer. Vielleicht können wir den hier noch angreifen. Ich greife mal den an. Ist mir doch egal. Das soll nicht so blöd tun. Dann hätten wir die Quest jetzt geschafft. Und können sie abgeben. Die Frage ist nur, ob wir jetzt dieses Teil da auch zurückbringen müssen oder eigentlich nicht. Naja, nicht, dass wir irgendwie dann die Quest jetzt dadurch abbrechen, dass wir jetzt absteigen und alles nochmal machen müssen, weil es wäre ja auch doof. So.
Okay, wir müssen wohl doch absteigen. Was braucht ihr? Nee. Ein Zauberstab ist jetzt nicht so das Wahre. Für die Haare. Aber hey, neue Stiefel, die können wir direkt anziehen. Und das können wir direkt in den Verkaufenbeutel tun. So. Und jetzt fehlen noch diese Hirsche. Kann ich noch nicht tun. Nicht Kann ich die Heckenschützen. Hä, brauchen wir jetzt noch mehr Hecken? Achso, nee, die Heckenschützen sind. Das ist ja die andere, waren ja die Späher. Gibt's denn hier Heckenschützen? Das ist ein Speer, der ist falsch. Und das ist falsch. Speer. Ich hab nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Stirbst du nochmal, ne? So. Aber wo diese Heckenschützen sind, weiß ich echt nicht. Ja, immer diese Nachtelfen. Ich hab nicht genug Energie. Erst großlaut und dann abhauen. Typisch Ali. Nicht genug Energie. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Nicht so. Und also ein paar brauchen wir jetzt schon. Das ist zu wenig. Ist noch nicht. Was ist das denn? Ein Stinktier, wie süß. Ich brauche ein Ziel. Ach, ist das cool. Hey, davon muss ich einen Screenshot machen. Oh. Davon kann ich jetzt doch keinen Screenshot machen. Schade. Das war echt süß. Wieder angreifen. Leute, was bringt es euch, wenn ihr mich angreift? Nix. Auch nix. Ihr habt am Ende nur Angst und haut ab. Jedes Mal wieder das Gleiche. Mann, Mann, Mann. Nicht genug Energie. Ah, jetzt ist nichts dank diesem Baum da. So. Warum läufst du jetzt nicht? Ich muss näher ran. So. Und der da hinten, hat er noch was zu? Nee, okay. Ich würde sagen, dann heilen wir uns mal ganz kurz. So. Und weiter geht's. Ich noch nicht genug Energie. So. Wie viele brauchen wir jetzt noch? Och Gott, das sind ja noch viele. Viel zu viele. Ist das ein Gegner? Nee, den können wir ansprechen. Ich glaube, ich spreche den mal an. Vielleicht ist er interessant. Nee, doch nicht. Ich glaube, er ist wütend. Aber sonst. Was soll's? Da ist noch mal ein. Ich glaube, ich muss nachher mal kurz auf der Karte schauen, wo diese ganzen Schützen sind. Den haben wir bis jetzt immer noch gar keinen gefunden. Und so weit weg können die eigentlich nicht sein. Das ist zu klein und komm. Danke. Die wollen doch alle nur sterben. Könnt ihr euch da noch bei Pokémon dran erinnern? Wenn man da durch dieses Gras läuft und dann wird man von unsichtbaren Pokémon angegriffen. Das erinnert mich da jetzt schon gerade irgendwie dran. Ja, ich meine, diese Späher sieht man ja auch irgendwie fast nicht. So. Ich bin außer Reichweite. Kann ich noch nicht. Halt. Ich hab nicht genug Energie. Ich bleib stark. So. Ein Hirsch noch. Ein letzter. Ja.
Genug Energie. Nicht genug Energie. Ich muss mehr. Genug Energie. Nicht bereit. Ach komm, jetzt bau doch mal deine Energie wieder hoch. Das kann doch gar nicht sein, dass das so lange dauert. Nicht genug Energie. Ich bin außer Reichweite. Wo ist er jetzt da? Ich muss Entschuldigung, ich habe gerade auf dem zweiten Bildschirm geguckt, weil ich lade gerade nebenher noch Videos hoch von Aperture Tech. Das ist ja das zweite Let's Play, das ich jetzt angefangen habe. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. Ich finde, es ist ein ziemlich geiles Spiel. Also ist ja eigentlich nicht mal ein richtig eigenes Spiel, sondern es ist ein Mod von Portal. Und das war ein sehr, sehr geniales Spiel. Also ich fand, das war eigentlich fast eines meiner Lieblingsspiele. Das habe ich in sowas von kurzer Zeit mal durchgespielt. Und ja, Aperture Tech ist halt von der Funktionsweise her nicht richtig so wie Portal. Also es benutzt Elemente davon. Ich weiß nicht, ihr könnt euch doch sicher noch an die, falls ihr gespielt habt, an den Teil erinnern, wo man dann mit die, wo es diese Kanonen gibt, die dann so einen roten oder orangenen und blauen Schleim verschießen. Und diesen Schleim hat man dann bei diesem Aperture Tech als anstatt diesen Portalen halt in der Kanone drin. Und dafür gibt es dann teilweise eigene Level, die die Mod-Entwickler gemacht haben. Und teilweise gibt es Standard-Maps, bei denen dann die Portale halt nicht funktionieren, sondern wo man dann mit diesen Schleimen, mit diesen zweifarbigen Schleimen halt irgendwie durchkommen muss. Das ist genial gemacht. Also ich finde, es macht total Spaß zu spielen. Da ist ein Stinktier! Da, guckt euch das an. Ein Stinktier. Ich habe kein Ziel. Ach cool. Ein Faultier wäre natürlich auch was. Also falls ihr irgendwo mal ein Faultier sehen solltet, dann dürft ihr es mir gern sagen. Aber... Ach super. Man sollte vielleicht auch mal Questtexte lesen. Läuft man die ganze Zeit blöd in der Gegend rum und dann merkt man, oh, brauche ja eigentlich nur so einen Schredder. So, und jetzt müssen wir irgendeinen Baum fällen, oder? Oder gibt es da bestimmte? Nee, sobald sie auftauchen. Das heißt, wir müssen irgendwelche Schlösslinge niedermachen. Was sind denn hier diese Schlösslinge? Da ist ein Schlössling. Ist das das? Nee. Hä? Ich hab das hier doch gerade eben gesehen. Nee. Bin ich jetzt bescheuert? Ach, das sind die. Das sind Bäume jetzt. Ich hab da nach Mobs gesucht. Das lädt immer noch auf. Noch nicht wirken. Oha, jetzt bleibt doch mal alle vor mir stehen, Leute. Ich muss doch gar nicht mit euch allen kämpfen. Dieser Zauber. So eine Sauerei. Du haust mir nicht ab, Hirschlepp. Du bleibst schön da. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So. So, die zwei hätte ich. Ne, drei hätte ich. So, dann da hätten wir noch so einen. Das lädt immer noch. Kommen die jetzt schon oder ja, jetzt kommen sie. So, hier hätten wir. Dann hätten wir jetzt gleich die 5.
Auch gleich. Runter wäre. So, jetzt brauchen wir nochmal so einen Baum. Nehmen wir den. Bis dahin sind wir auch wieder genug regeneriert, glaube ich. Nur auf Nachtelfen, okay. Deshalb kann man das nicht bauen. Geistern oder sonstigen Sachen. So. Dieser Zauber ist noch nicht kann ich noch nicht. Zurücktreten, bitte. So, und die Quest hat wieder. Arbeitsaufseher Gabriel Bilder sieht zurück zum hinteren Tor von Orgrim ereilt und dort 20 Räuber der Nachtelfen tötet. Dann laufen wir doch danach zurück. Ja, dieses langsame Gelaufe ist doch herrlich. Vor allem so entspannt, wenn man oben auf diesem Teil drauf sitzt und nicht selber laufen muss. Entschuldigung, jetzt musste ich gerade ein Schlückchen trinken. Das ist zu weit entfernt. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht. So, dann holen wir das dann noch weg. Wir schauen, wie lange die wir brauchen. Die alle weg. Weil, ist gerade aufgefallen, wir haben eigentlich schon die 20 Minuten erreicht. Es ist echt krass, wie schnell die Zeit vergeht. Das ist total übertrieben. Was ist das jetzt? Oh, Granatwerfer. Das ist natürlich auch was. Aber wir haben ja nette Wachen, die uns hier noch helfen, dann geht's drauf. So, und jetzt hätten wir. Kann ich noch nicht. Dieser Punkt. Du bist noch nicht bereit. Dann werden wir jetzt beim 10 gleich. Oh, jetzt sind wir gleich bei 13. Und wir legen wir ganz schön runter. Mit die 12 haben wir noch 19% Leben, jetzt ist kritisch. Dann ich wieder ein bisschen zurück. Ich lasse die Wache dann noch ein bisschen machen. So, jetzt müssen wir mal kurz regenerieren, sonst haben wir dann echt ein Problem auf Dauer. Oh, oh. Warum regeneriert das hier nicht? Kann doch gar nicht sein, dass das hier nicht regeneriert. Okay, gut. Dann kämpfen wir halt als Katze weiter. So. Ich bin außer. Ich glaube, das zählt auch nicht, wie die Das ist zu weit entfernt. Nee, tut's nicht, oder? Im Ernst jetzt? Ich muss. Ja, shit, das zählt wirklich nicht. Na toll. Nee, warte mal, da drüben gab es auch so einen. Ja, nee, jetzt sind wir auch noch gleich tot. Wachen, wachen, helft mir. So, helft mir doch. Ich bin unschuldig, helft mir, wachen. Ach, danke schön. Sehr gütig von euch, liebe Wachen. Und irgendwie war ich vorhin zu blöd, diese Ersatzschredder zu sehen. So, 16
von 20 hätten wir. Und der ist auch gleich futsch. So, 17. Werfen wir da noch eine Granate rein. Jetzt sind's 18. Kann man damit überhaupt irgendwie zielen? Das lädt immer verteidigt die Tore. So. Dann würde ich sagen, die Quest ist beendet. Sollen wir auch noch das Urtum vernichten? Ist aber nicht nett. Aber ich würde sagen, ich gebe jetzt noch die eine Quest ab, die es hier gab. Wo waren die? Die stand doch theoretisch hier. Das ist ja schön. Sind die jetzt alle tot oder wo ist der? Naja, gut, dann beenden wir jetzt halt hier die Folge. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, wo wir dann noch die eine Quest abgeben und dieses Urtum, den wir vorhin schon da hinten gesehen haben, vernichten werden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis nächstes Mal. Tschüss!